Guten Morgen. Was sagt denn der Wetterbericht? Wahrsager. Sind heute etwas genervt. Ja, schön. Es gab nichts im Fernsehen. Mal gucken. Was ist denn heute für ein Tag? Heute ist der 12. Ja. Herr Maro hatte schon Geburtstag? Okay. So mal auf mein schlauen Ding geguckt, ja. So, hä? Okay, so gut, die Geister. Die Geister. Oh. Was ist das denn? Ach, das sind Tomaten. Ah, wir haben immer nur noch 900 irgendwas. Das ist gar nichts. Brauchen mehr Geld. So. Ah, ja, gut. Mir fällt gerade ein, dass ich das Zeug hier reinräumen kann. Einfach mal so. Ja, lol. Jetzt bin ich gar nicht so weit, noch gar nicht so weit, ja, und krieg Hunger. Muss mich verarschen. Ja, so, schauen wir mal. Oh, hier kann man was ernten. Also, ich krieg Hunger im Real Life. Oh, ich wollte auch gucken, wegen den Dingern hier. Was hier braucht Kupfernbahn. Die Dinge brauchen Ahornsirup. Ansonsten habe ich hier großartig noch gar nichts. Also, was? Okay, ich bin ja auch noch nicht so weit. Ich schaue mir mein Skills aus. Ich brauche mehr Geld. Also das ist auf jeden Fall eins, wo ich sage so, hey. Scheiße. Ja, okay, scheiße sage ich nicht, aber ja. So, machen wir hier die Bäumchen weg. Wir haben Zeit. Also auf jeden Fall schon mal etwas. Die Bäumchen möchte ich alle weg haben. Und die Bäumchen unten wollte ich auch alle weg haben. Aber wir haben ja heute Zeit. Heute ist auch Freitag. Wir haben wieder keine 1000 Geld. Das Geräusch übrigens war mein Feuermelder. Der hat mich heute aufgeweckt. Also, falls man das gehört hat, ja, das piepst alle, keine Ahnung, 10 Minuten. Circa, vorher hat es nicht gepiept, habe ich nicht mitgekriegt, weiß nicht. Das nervt mich auf jeden Fall, das Teil, und ich weiß nicht, was ich mit dem Ding anstellen soll. Und ich habe keinen Bock, da jetzt irgendwas zu drücken, weil das macht dann extremst lautes, also ein extremst lautes Geräusch, und ja, ich habe keinen Bock drauf. Dann kannst du ein kurzes Geräusch machen, wo es piept. Jetzt, was? Das waren keine 10 Minuten. Ich glaube, das piepst einfach nur, wenn es Lust hat. Keine Ahnung, es nervt. Vielleicht versuche ich es mal nach dieser Folge. Irgendwas ist da kaputt. Auf jeden Fall Rauch habe ich keine mehr zu machen. Ja. Ich dachte heute in der Früh, wo das Ding geklingelt hat. Also, wo das Ding gepiepst hat. Da habe ich so, hä? Ein Vogel? Der ist aber laut. Wieder eingeschlafen. Ja, bis es das nächste Mal gepiepst hat, damit so, boah, der Vogel nervt. Ich mach gleich das Fenster zu. Hab's dann doch offen gelassen und, ja. Wirklich sehr, sehr nervig. So. Ich könnte... Ach ja, ich könnte mir auch ein Silo nochmal eins bauen. Habe ich gesagt. Was braucht man für ein Silo? Ich glaube, wir brauchen Holz. Holz haben wir jetzt ein bisschen. Stein. Oh, ich habe ja schon lange nicht mehr da. Brauche ich denn das Zeug hier? Holz und Stein. Das kostet, glaube ich, bloß 100. Dann lasse ich mir nochmal kurz ein Silo bauen. Das wäre auch mal eine Idee. Ja, ich habe mein zweites Silo. Ja, ich weiß, wahrscheinlich geht man jetzt nicht unbedingt so vor im Spiel, aber das ist mir wurscht, ich spiele das so, wie ich das möchte. Ja. So. Ich spiele das so, wie ich das möchte. Oh, wir haben eine neue Quest. Quest. Gesucht Schleimjäger zum Erlegen von 6 Frostgelees. Ja, es sind Gelees und nicht Slime. Ich glaube, da kann man einfach mal hingehen. Einfach mal so zum Spaß. Frostgelee. Da kriegt man nämlich Geld. Da bauen wir erstmal kurz da dieses Silo hin. Und dann gehen wir uns kurz. Gehen wir kurz in die Mine.
Oh, hallo Sebastian. Ah, deine Cutscene. Ich wollte doch nur ein Silo bauen. Oh, hallo. Mein Vater und ich testen nur ein paar Bodenproben. Ich habe jetzt erstmal Bomben gelesen. Sei nicht schüchtern. Wir könnten sogar ein wenig Hilfe gebrauchen. Okay. Könntest du für mich dieses Reagenzglas im Auge behalten? Ich hole nur die letzte Ladung an Proben. Bin gleich wieder da. Im Auge behalten. Ich muss mir das ins Auge stopfen. Nein, Spaß. So wie eine Kontaktlinse, ein Reagenzglas. Ich. Danke, dass du uns hilfst, Misa. Ja, kein Problem. Ich wollte schon immer ein Reagenzglas im Auge haben. Maro ist ein braves Kind. Sie ist mein besonderes kleines Mädchen. Das klingt pedo. Das klingt total pedo. Ich hoffe, dass nichts ihrer strahlenden Zukunft in die Quere kommen wird, wenn du verstehst. Meinst du etwa Kinder? Ich kann keine Kinder zeugen. Nur so als kleiner Denkanstoß. Okay. Hey, entschuldige. Ich hoffe, ihr habt euch während meiner Abwesenheit gut unterhalten. Ja, wunderbar. Wir haben über Kinder reden, über Kinderkriegen geredet. Ich habe Misa nur etwas über die Bodenproben erzählt, die wir untersuchen. Okay. Bodenproben nennt ihr das also? Ja, ich bin ruhig. Nicht wahr, Misa? Eigentlich hat sich dein Vater merkwürdig benommen. Dein Vater hat mir erzählt, er ist Pedo. Nein, Schmarrn. Ich bin ruhig. Nun, meditieren besser diese Lösung, bevor sie uns kristallisiert. Meditieren, ich weiß nicht, was das bedeutet. Was bedeutet das? Nein, das bedeutet das bestimmt nicht. Draußen hupt's. Okay, hier, Misa. Ich zeige dir, wie man die Ausrüstung benutzt. Ich will das doch gar nicht. Das ist zu gefährlich. Ach so, jetzt wäre ich fast wieder gegangen. Ah, Robin! Robin, gib mir ein Hofgebäude. Platz für vier Ställe. Ich wollte ein Silo bauen. Ich habe keinen Kupferbahn dabei und ich habe kein Lehm dabei. Okay, also ich brauche Kupferbahn und Lehm. Wie viel Kupferbahn brauche ich da eigentlich? Gehen wir nochmal kurz zurück. Womöglich sterben wir, verlieren all unser Zeug, ja. Das wäre auch scheiße. So, ich dachte wirklich, dass wir jetzt da vielleicht Holz dazu brauchen. Ja, ich habe schon mal eins gebaut. Ich habe schon öfters gebaut, ja, so ist es nicht, aber. Das heißt trotzdem nicht, dass ich mir das merken kann. Ich frage mich, kann ich da eigentlich durch? Ja. Oh, hallo Katze. So. Ich möchte ein Silo bauen. Dann habe ich zufälligerweise Kupferbahn. Ja, wir haben sogar Kupferbahn. Fünf Kupferbarren. Und wie viel Lehm? Waren das fünf Lehm? Zehn Lehm? Ich nehme den ganzen Lehm mit. Und 100 Steine waren es, glaube ich. Wie kann man die trennen? Gab es doch irgendwie so eine Tasse zum Trennen? Keine Ahnung. Oh, es hat's getrennt. Oh mein Gott, ja gut, behalten wir es gleich so. Ich weiß jetzt nicht, was ich da gedrückt habe, ja? Ich wollte es aber nicht nochmal drücken. Ich glaube, das war alt. Bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, naja. Ich mir so, wenn ich jetzt noch ein bisschen minen gehe, ja, keine Ahnung. Da ist mein Inventar eh gleich wieder voll. So, bauen wir erstmal ein Silo. Hofgebäude errichten. Holz. Ich weiß nicht, sobald ich 10 Lehm brauche ich hier. Wunderbar. Gut. Machen wir hier nochmal ein Silo hin, danke.
Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude Silo zu arbeiten. Ja, mach mal. Wie viel Zeug habe ich jetzt noch? 7 Lehm. Und ja, bisschen Zeug. Also 6 Slime. 6 Slime. Schleim. Dinger. Oh, Beeren. Nur mit. Gut. Frostchili. Nennen wir es so. 6 Frostchilis. Frostchili-Ebene ist 30, ja? Nein. Frostchili-Ebene ist 40. Ja, gut. Dann kämen wir die mal kurz. Vielleicht hätte ich eher die andere Ebene nehmen sollen. Können eigentlich unter Kristall auch Wege sein? Weiß ich nicht. Hör nicht da etwa eine Ledermaus? Du böses Ding. Komm mal her. Denkst du mir einen Weg? Soll ich das als Nein sehen? Ich will doch nur kurz dieses Slime-Stuff erledigen. Nur ganz kurz. Nur sobald ich das dann habe, kriege ich ein bisschen Geld. Und ja. Da gibt es absolut gar keinen Slime, jetzt wenn man einen braucht, ja. Ja, dann habe ich dann 500 Gold mehr. Muss doch irgendwas finden, was man verkaufen kann. Also, ich bin ruhig, ich bin ruhig. Oh, da haben wir wieder was. Wieso hat das dahin gehämmert? Na, manche Sachen muss man nicht verstehen. Zum Beispiel, dass ich schon wieder hungrig bin. Ja gut, das ist das hier. Das hier. Also gut, geht das auch gleich noch. Dann haben wir da ein bisschen mehr Platz. Und wir brauchen eh jede Menge von dem. Da ist auch kein Frostslime. Was soll das? Gibt's hier Frostslime? Da geht's ein Amethyst. Bin ich hier doch zum Minen gekommen? Ich wollte doch bloß die Frostschleims haben. Ich höre schon wieder so eine Kackfledermaus. Da ist absolut nirgends ein Slime. Da ist eine Fledermaus. Ja gut, da kriegen wir wenigstens ein bisschen Silber zusammen. David. Naja. So, Ebene hier. Oh, da haben wir schon einen Slime. Stirb! Stirb beide! So, gehen wir nicht auf den Keks. So, einen haben wir schon. Du bist kein Slime. Wollte ich nur mal so anmerken. Eins von sechs haben wir schon. Das ist doch schön. Fehlen nur noch fünf. Ich hoffe, in der nächsten Ebene sind fünf. Passt das? Dann haben wir es sogar noch zeitlich geschafft. Dann können wir vielleicht sogar noch zum Bürgermeister. So. Da ist das ein Frostslime? Hat eine andere Farbe. Schaut so aus, als wäre es einer gewesen. So. Ich kann das nicht stehen lassen. Ich will das mitnehmen.
Also hier ist kein Slime, da ist eine Fledermaus, da ist auch eine Fledermaus. Ja, okay, ich kill euch, ist okay, ist okay. So, noch ein bisschen mehr davon. Ich kann eine Frucht essen. Ist ja nicht so. Ja, ich weiß, dass vorher auch noch irgendwo ein Eisenerz gegeben hat und ich das nicht abgenommen habe, aber ja, ist halt so. Ich. Geht's hier irgendwo ein Slime? Ist hier ein Leuchterring drin? Nein. Wo sind denn da die Slimes? Jetzt mal so ernsthaft, was soll das? Hast doch auch keinen Slime. Was kann ich denn da essen? Das bringt aber auch nicht viel. Wie viel haben wir hier? Keine Ahnung. Sehe ich jetzt nicht. Gut, essen wir mal so ein Ding. Vielleicht fällt mir ja noch ein paar Slimes. Wenn ich muss morgen noch mal rein. Ich brauche Geld. Ja, das hat sich rentiert. Das hat sich doch rentiert. Oh, eine Höhlenkarotte. Das heißt, wir können noch mal was essen. So. Gibt es denn hier keine Slimes? Gib mir einen Slime. Oder gib mir einen Leuchtering. Da ist ein Slime. So gut, dann habe ich schon mal den zweiten Slime. Hartholz. Na, geht doch. Da ist auch ein Slime. Oh, sehe ich da noch einen? Ja, da sind noch welche. Schön. Das ist eben 49. So, da ist einer weniger, da ist einer weniger. Einen brauchen wir noch, glaube ich. Was möchtest du von mir? Wer hämmert da draußen? Hör mal, wer da hämmert. So. Ah, oh, da geht so viel. Ja. Oh, da ist noch einer. So viel. Der war jetzt so, what the fuck war das denn? Ach, das ist dieser blöde Feuermelder-Ding. Schon wieder. Ja, gut, machen wir das nochmal kurz weg. Heute ist Freitag, da könnte er. Ja. Den können wir morgen auch suchen, Bürgermeister. Dürfen wir halt nur nicht vergessen. Also hier. Und da noch was. Geh weg, lass mich in Ruhe. Ich will euch hier nur minen. So. Ich stirb. 49. War ich schon auf Level? Ich war noch gar nicht auf Level 50. Oh mein Gott. Ich glaube zumindest, dass ich noch nicht auf Level 50 war. Willst du mich jetzt verarschen? Nein, jetzt muss ich da auch noch runter. Kann man das essen? Nein. Muss ich das hier essen? Oh. Das ist doof. Ja gut, dann versuchen wir mal da nochmal kurz runterzukommen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Gib mir einen Ausweg. Ich hoffe, der war noch nirgends. Wo ist das? Ah! Das wird gemein. Uff. Jetzt werde ich auch noch müde. Kacke. Jetzt kommt noch eine Fledermaus. Ja, ist okay, ich hau ab. Man muss nicht übertreiben. Ja! Ah, ich muss mal kurz beenden.
So, wunderbar, da bin ich wieder. Meine Mama hat leider nicht warten können, weil ich habe ja die Person von Mama, die einmal schreit und dann geht's in Rage Mode, wenn man nicht antwortet. Dann, ja. Deswegen muss ich da eben kurz unterbrechen. So, schön, ich hab's nicht geschafft. Danke, Mama, hast du schön gemacht. Das ist doch schön. Gut, sammeln Stufe 6, Axteffektivität, neues Herstellungsrezept, Blitzableiter, neues Herstellungsrezept, wie du sagst, neues Herstellungsrezept, Strandtotem. Wurde mir irgendwas geklaut auch? Nein, schaut nicht so aus. Das kackt mich jetzt an. Liebe Frau Mieser, letzte Nacht hat sie einen Julia-Mitarbeiter bewusstlos aufgefunden. Ein Sanitäterteam wurde losgeschickt, um sie sicher nach Hause zu bringen. Wir sind froh, dass es Ihnen gut geht. Ihnen wurden 83 Gold für dieses Service in Rechnung gestellt. Achso, das ist gar nicht so viel. Das geht eigentlich. Gut. Ja. Gut, das ist jetzt der nächste Tag. Und ja, dann machen wir auch am nächsten Tag.